Hallo Rainer. Ich freue mich sehr, dass ich dich kennengelernt habe. Du bist einer der Hals-Nasen-Ohren-Ärzte, die mich wirklich von vielen Dingen, die ich als Einschränkung in meinem Leben gesehen habe, befreit haben. Ich höre sehr viel besser, seit ich da in der Praxis war. Aber heute würde ich gerne mal mit dir darüber sprechen, und zwar über Erkältungskrankheiten, Viruslasten, die wir aufnehmen, dass wir uns anstecken können bei anderen Leuten, wie wir es vermeiden können vielleicht auch. Erzähl mir ganz kurz, warum nehmen wir eigentlich Viren über die Schleimhäute in der Nase auf? Was passiert da? Ist es wegen dem Atmen, dass wir einfach bestimmte Dinge von außen automatisch einatmen und damit dann fertig werden müssen? Es ist so, Atmen ist ja für uns lebenswichtig, wir brauchen unseren Sauerstoff und dieser Atem gelangt natürlich tief in unseren Körper rein, also in die Lungen. Und somit ist es eigentlich schon ein sehr guter Zugangsweg für Krankheitserreger, die an uns ran wollen. Weil sie überwinden ja andere Barrieren, die der Körper mehr oder weniger aufgebaut hat, wie die Haut zum Beispiel, überwinden die damit natürlich sehr leicht und kommen sehr nah an unser Inneres ran, an unseren Blutkreislauf etc. Da wollen die ja hin. Und man darf nicht vergessen, diese Erreger, die haben ja keinen Hass auf uns, sondern die haben ja das Ziel letztendlich, dass sie sich selbst vermehren. Die wollen ja eigentlich nur weiterleben. Sie wollen eigentlich ihren Wirt nicht zwangsläufig zerstören. Ja? Und aus diesem Kontext heraus ist es eigentlich logisch für diese Erreger, in den Atemweg zu gehen, weil du atmest natürlich die Erreger ein, dann machen die da drin etwas, die vermehren sich, aber du atmest das ja auch wieder aus. Das heißt, du infizierst damit andere Menschen und deswegen ist es natürlich für die Erreger nur logisch, sich den Atemweg rauszusuchen. Ich meine, sicher gibt es Erkrankungen an der Haut, die du dann durch Schmierinfektionen weitergibst, aber du reibst dich ja nicht an jedem potenziellen Individuum, das dann wieder Erreger produziert. Und deswegen ist dieser Atemweg erstmal für die das Zielorgan schlechthin. Und der Atemweg hat natürlich so bestimmte Eigenschaften, die es den Erregern tatsächlich auch mal leicht machen, uns zu infizieren. Unser Körper hat es natürlich gemerkt im Lauf der Evolution, hat gemerkt, das ist zu einfach für die und hat Abwehrmechanismen konstruiert. Und ein wesentlicher Abwehrmechanismus ist einfach der Aufbau, die Funktion unserer Schleimhäute. Schleimhäuten, ja. Nochmal ganz kurz eine Erklärung. Und zwar, wir haben ja diese Fibrillen oder diese Härchen in der Nase, die alles sozusagen nach innen transportieren in Richtung Lunge. Das ist ja eigentlich dann gar nicht förderlich in so einem Moment, wo wir dann sogar noch die Viren und Bakterien noch weiter hineinflimmern, oder? Ja, also es klingt unlogisch, weil ich meine, gut, wenn dieser Flimmerstrom, diese Mikrovilli den ganzen Ärger sozusagen aus der Nase vorne beim Loch wieder raus befördern, das ist für uns logisch, dann ist das weg und tut uns nichts mehr. Das Problem ist, dass wir in unserem Körper nicht nur die Schleimhaut haben, um Abwehr zu produzieren, sondern wir haben uns was einfallen lassen, dass wenn die erste Pforte sozusagen überwunden ist und die Erreger schon drin sind, dann sammeln wir diese Erreger praktisch ein und präsentieren sie einer Zellstruktur oder Zellstrukturen, dem lymphatischen Gewebe nennen wir das, bei uns heißt das in der HNO Waldeierscher Rachenring, im hinteren Bereich unseres Rachens und dort strudeln wir das sozusagen hin und präsentieren diesen Bösewicht sozusagen unserem Immunsystem. Und dieses Immunsystem macht dann an dieser Stelle mehrere wichtige Prozesse, die kurzfristig, mittelfristig und auch langfristig uns vor erneuten Infekten unterstützen und abwehren können. Dieser Rachenring hat ja eine unglaublich große Oberfläche. Ne? Wenn man das auseinanderfalten würde, wäre es, glaube ich, so groß wie ein Tennisplatz, genau. Ja. Das heißt also, ist es dafür da, ist diese Größe oder diese große Fläche dafür da, damit der Körper reagieren kann, damit er sich darauf vorbereiten kann? Oder ist es dafür da, wie eine Hemmschwelle für die Viren oder die Bakterien, dass sie da nicht so schnell drüber wischen oder drüber wandern können? Es ist eigentlich, um die Oberfläche zu vergrößern, um die Kontaktfläche zu vergrößern. Okay. Ja? Also alle diese Strukturen, die so zu eng zusammengefaltet sind, aber doch eine große Oberfläche haben, das ist so das kleine Organ der Natur.
wo man einfach auf kleinem Raum eine große Oberfläche unterbringt. Okay. Mhm. Weil ich meine, es läuft nicht jeder mit dem Tennisplatz im Mund rum, sondern das ist halt, die Oberfläche ist zusammengefaltet. Mhm. Und dort gelangt ein Kontakt zu den Blutgefäßen, zu den Lymphgefäßen und zur Oberfläche auch. Das gelingt eben an dieser Stelle. Und da haben wir eine große Austauschfläche und dadurch sind wir effizient. Genau. Wenn wir das praktisch nur auf einem kleinen Quadratmillimeter machen und das soll dann für den gesamten Körper auch die Kapazität sozusagen mit sich bringen, dass wir da eine optimale Abwehr machen, das gelingt nicht. Deswegen ist es wichtig, erstmal eine große Oberfläche zu haben. Okay. Und das Zweite, was wichtig ist, dieser Abwehrmechanismus, der muss eigentlich auch an einer geeigneten Stelle sein. Und zwar dort, wo die Luft aus dem Atemweg, aus unseren beiden Hauptlöchern, wo wir den Atem einfach einsaugen, wo da die Luft ankommt, zentraler Bereich. Okay. Und das ist, wenn man das nimmt, hinten in der Nase, also dort, wo der Gaumen sitzt, an der Rachenhinterwand, seitlich des Gaumens, wo die Mandeln sitzen, die Gaumenmandeln sitzen. Und eben im Bereich der Zunge, wo die Zunge festgewachsen ist, im Zungengrundbereich. Mhm. Und die Kinder, das kennt vielleicht der eine oder andere, die haben die sogenannte Adenoide oder Rachenmandel. Mhm. Die sitzt direkt hinter der Nase und ist ein richtig so ein walnussgroßes Stück, wo erstmal alles an Schleim und Erreger drüber muss. Okay. Und das haben die Kinder, haben das noch, weil bis zum 6. Lebensjahr müssen die sozusagen lernen immunologisch. Mhm. Und dann hat das Immunsystem durch seine Oberfläche, durch seine Prozesse so viel gelernt, dass sich das Immunsystem viel gemerkt hat für den Rest des Lebens. Mhm. Und dann ist das Immunsystem geprägt und erinnert sich. Wir wissen ja, dass Viren ihre eigene Struktur immer ein bisschen verändern von Saison zu Saison. Aber dieses Immungedächtnis, das wir entwickeln oder die Kinder auch entwickeln, kann trotzdem wahrscheinlich ein Virus an einer Grundstruktur jedes Mal erkennen, muss aber noch zusätzliche kleine Abwehrmechanismen entwickeln jedes Jahr, oder wie funktioniert das? Naja gut, das Virus, das würde ja aussterben, weil ja unser Immunsystem so genial ist, das guckt sich die Oberflächenstruktur von diesem Virus an, baut im klassischen Sinn Antikörper, diese Antikörper führen zur Abwehr dieser Viren. Das heißt, wenn das Virus immer das gleiche ist und wir haben einmal diesen Infekt überlebt sozusagen, dann hat das Virus beim nächsten Mal keine Chance. Ja. Und jetzt hat das Virus natürlich, oder wir sprechen von Viren, aber es geht bei Bakterien ähnlich, hat das Virus natürlich sich überlegt, okay, ich will meinen Grundcharakter, will ich nicht verlieren. Ich muss die Atemwege infizieren, ich muss bestimmte Zielzellen erreichen, die mich dann sozusagen replizieren. Das heißt, ich darf alles von mir nicht verändern, sondern ich darf nur Regionen verändern, wo das Antikörpersystem, das Abwehrsystem des Menschen oder des Tiers oder des Wirts, wo das mich nicht mehr erkennt. Das toleriert mich. Und dann habe ich nochmal die Chance, mich sozusagen wieder über meinen alten Weg in diesen Körper zu schleichen. Die Viren verwenden witzigerweise sogenannte Rezeptoren. Und die sind gar nicht so unterschiedlich. Wir haben gar nicht so viele. Sitzt die an den Zellmembranen, die Rezeptoren? Ja. Weil die müssen ja in die Zelle rein, weil die Viren selber sind ja gehirnlos und wollen nur ein gehirnvolles Wesen, wie wir es sind. Hoffen wir mal. Wollen sie sozusagen benutzen als Wirt, damit sie mit unseren Zellen sich reproduzieren können. Ja? Genau. Das heißt, sie müssen in die Zelle reinkommen. Und jetzt der Mechanismus, wie sie durch diese Zellmembran durchkommen, das ist dieser Rezeptor. Also es ist so, normalerweise muss man sich das so vorstellen, es ist wie an einer Glasscheibe. Da kommt das Virus an, prallt gegen die Glasscheibe und fällt runter und kann nichts passieren. Mhm. Wenn aber jetzt in der Glasscheibe ein Henkel ist und darunter ein Loch ist, dann bleibt das Ding erstmal an dem Haken hängen und wandert passiv oder aktiv durch dieses Loch durch. Und deswegen ist eigentlich zum Eindringen in der Regel von diesen passiven Teilen, wir sprechen hier von Viren, muss ein Rezeptor da sein. Weil das Virus hat keine Bohrmaschine, womit sich es praktisch aktiv durch die Zellwand selbst bohrt. Wir haben das Problem bei den Viren, dass die Viren natürlich das gemerkt haben. Das heißt, sie benötigen Rezeptoren, die fast an allen Zellen gleich häufig vertreten sein können. Und das ist ein omnipotenter Schlüssel, den die da verwenden, um überhaupt in die Zelle hineinzukommen. Und wenn die dort angedockt haben
an diesem Rezeptor, dann passiert was ganz Ungünstiges, was aber unser Immunsystem macht. Es fängt dieses Virus tatsächlich aktiv ein und transportiert dieses Virus selbst in die Zelle. Und dort aktiviert das Virus unser zelleigenes Enzymsystem und missbraucht es für die eigenen Zwecke. Und dann wird für die Reproduktion von Viren. Ja, nicht nur für die Reproduktion, sondern allein schon auch für den Weitertransport teilweise. Ah, okay. Ja? Also das sind komplexe Prozesse, wo das Virus tatsächlich wie so eine Art eine kleine SMS an unsere DNA schickt oder an unsere Proteinbiosynthese in der Zelle. Und plötzlich produziert das nicht mehr unser zelleigenes Material, sondern ist eigentlich praktisch nur dem Virus zunutze. Okay. Also ein Rezeptor kann man sich vorstellen wie eine Rezeption im Hotel. Entweder ich habe den richtigen Ausweis dabei und komme rein oder nicht. Und die Viren haben den richtigen Ausweis, können also hier über den Rezeptor in das Hotel Zelle eindringen und können dann dafür Unruhe stiften. Ja, so kann man sich das vorstellen. Ja, vereinfacht ja, aber es geht dann natürlich weiter. Mhm. Weil das Problem ist, das hat der Körper auch wiederum kapiert, dass das Virus da reinkommt. Mhm. Und wir haben natürlich Zellen, die spezialisiert sind darauf, sowas zu erkennen und zu unterbinden. Entschuldige, nochmal eine Frage, und zwar, ich meine, die Zellmembrane ist ja ein hochkomplexes Ding. Und wir haben da fettlösliche Bereiche, wasserlösliche Bereiche, innen dann wieder einen fettlöslichen Bereich. Und letztendlich ist so eine Zellmembran ja nicht zusammengewachsen, sondern sie hält letztendlich zusammen über elektromagnetische Anziehung oder Funktion. Das hängt sehr viel zusammen mit dem pH-Wert in diesem Bereich. Das heißt, ob diese Zelle aufmacht, also ob die Zellmembran sich öffnet oder nicht. Der normale Transport geht ja über sogenannte Kanälchen, ja, also Ionenkanäle. Ja. Und das ist eigentlich ein sehr komplexer Vorgang. Also sehr, sehr komplex, ja. Da ist für jeden einzelnen Stoff ja ein extra kleiner Tunnel angelegt, genau, sodass die da durchkommen. Und ein Calcium-Ion kommt nicht beim Magnesium-Ion durch, sondern es ist für jeden was wirklich da. Das heißt also, die Viren nutzen jetzt nicht dieses Kanälchen, sondern, oder ist das so ein Allround-Schlüssel, dass sie verschiedene Kanäle dann nutzen, weil sie sozusagen Generalschlüssel haben? Man muss eins dazu sagen, die Kanäle sind ja nicht immer offen. Mhm. Also die Zellwand ist ja geschlossen. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, da sind viele Türen geschlossen und man braucht sozusagen den Zauberknopf, um eine Tür zu öffnen. Mhm. Und da ist eben diese Wechselwirkung zwischen Rezeptor, Zellmembran und Membrantransport, das ist ein sehr komplexes Thema, wie du auch sagst. Mhm. Und wird aber von diesen Viren relativ leicht bewerkstelligt. Nur eins muss man sich im Klaren sein. Wir sprechen jetzt hier sehr viel von Viren. Bakterien können ja auch Krankheiten erregen. Bakterien sind schon auch in der Lage, viel aktiver zu agieren. Ja, die Bakterien können sich bewegen zum Beispiel. Ja, Bakterien können selbst Enzyme produzieren, um irgendetwas zu erreichen. Oder also Bakterien sind schon, sagen wir mal, auch höher geordnete Wesen, die auch aber im Endeffekt das gleiche Ziel verfolgen. Sie wollen auch irgendwie rein in den Körper, sie wollen irgendwelche Membranen überwinden. Und deswegen darf man die nicht vergessen. Also man darf nicht nur über die Viren sprechen, wobei die Viren super geschickt sind. Mhm. Viren können sich zum Beispiel auch in ein Bakterium hineinsetzen und das als Transportvehikel verwenden. Also die sind richtig erfinderisch. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu dieser Frage, weil du mich vorher fragtest, wie das mit der Veränderung der Viren ist. Warum gibt es immer wieder neue Erkältungswellen? Also wenn wir den Winter betrachten, haben wir ja alle 3 Wochen eine neue Erkältungswelle. Und warum passiert es? Diese Viren und die Erreger, die haben immer wieder mal einen kleinen Trick, wo sie sich verändern, und zwar nicht in ihrer Grundphilosophie, sondern nur in ihrer Oberflächenstruktur. Okay. Sie maskieren sich praktisch neu, sie ziehen sich ein neues Sakko an sozusagen und werden nicht mehr erkannt. Aber die Grundpathogenität, die wollen die beibehalten. Die wollen ja nicht aussterben. Mhm. Und deswegen macht ein Virus in der Regel immer nur kleinere Mutationen, die den Grundcharakter nicht verändern, aber das Eindringen immer ermöglichen.
Und deswegen brauchen wir ein adaptives Immunsystem, um diesen Change sozusagen schnell, rasch zu erkennen und immunologisch umzusetzen. Ja? Das heißt, ein Immunsystem, das flexibel reagieren kann. Ja, aber was ich vielleicht jetzt hier gerne erwähnen würde, das ist ja eigentlich jetzt erstmal so eine Art passive Rolle, in der wir stecken. Also da kommt jemand, der greift uns an und wir wehren permanent diesen Erreger ab. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man da machen oder was kann man daraus lernen und warum hat es uns eigentlich erwischt in dieser Form? Und das liegt einfach daran, dass wir für diese Viren günstige Bedingungen schaffen und für unser Immunsystem ungünstige Bedingungen schaffen. Und ich glaube, das ist einleuchtend. Wenn man das so modifiziert, dann muss man rechnen, dass man häufiger erkrankt. Okay. Das bedeutet, was können wir tun? Was können wir tun? Also wir können uns natürlich erstmal überlegen, was tut unsere Abwehr gut? Wie können wir die supporten? Und da kann man eigentlich erstmal davon sprechen, dass die erste Abwehr, die wir haben, das sind ja unsere Grenzflächen. Also wir gehen davon aus, wir sind noch gar nicht richtig krank, der böse Erreger ist noch gar nicht in unserem Körper drin, sondern er sitzt drauf und will rein. Das heißt, wir betrachten diese Grenzfläche, gucken, wie die am besten funktioniert und was kann man tun. Und da haben wir vorher schon angesprochen, dass da so ein kleiner Schleimfilm drauf sitzt, der zwei unterschiedliche Säuregrade hat. Und das ist eben genial. Das ist wirklich ein Schleim, der zwei Schichten hat. Das gibt es so eigentlich kaum, wenn wir das selbst konstruieren. Ja, ja. Wir schmieren uns ja irgendwas in die Nase rein, aber das ist meistens nur ein Film. Und dieser Film, der hat mehrere Funktionen. Also der soll erstmal den Kontakt von dem Krankheitserreger zur Zelloberfläche respektive Rezeptoren verhindern. Also wenn da ein Schleim drauf ist, dann kommt man da nicht hin. Das zweite ist, es soll die Reinigungsfunktion der Nase verbessern. Wir wissen, wenn diese kleinen Flimmerhärchen in der Nasenschleimhautoberfläche, wenn die schleimbedeckt sind und den ordentlichen pH-Wert haben, den sie benötigen, also den Säuregrad dieses Schleims, dann funktionieren die super. Dann flimmern die irrsinnig schnell und flimmern all das, was da an der Oberfläche ankommt, dorthin, wo es unschädlich gemacht wird, nämlich in unseren waldeierschen lymphatischen Rachenringen. Genau. Da, und das ist eben wichtig, dass der Erreger nicht lang an einer Stelle sitzt und Zeit hat einzudringen, alles auszunutzen, Kanäle etc., Rezeptoren, um in den Körper zu kommen. Das heißt, die Reinigungszeit der oberen Atemwege, sprich der Nase, die ist entscheidend, um nicht zu erkranken. Jetzt kann sich jeder natürlich vorstellen, wenn wir jetzt gesellschaftlich in beheizten Räumen sitzen, überhitzten Räumen sitzen, mit vielen Menschen zum Beispiel, dann haben wir trockene Luft, hohe Viruslast und haben eigentlich keine gute Abwehr in der Nase. Und weil die Viren Zeit haben. Zeit haben und hängt doch auch mit der Temperatur zusammen, oder? Ja, die, alles, was in unserem Körper so mehr oder weniger gesteuert wird, ist enzymatisch irgendwie kontrolliert. Okay. Enzyme kennt jeder vom Hefeteig, der geht halt nur bei einer bestimmten Zimmertemperatur und bei Kälte und Hitze geht der nicht mehr. Okay. Und so funktionieren Enzyme. Das heißt, Enzyme haben eine optimale Betriebstemperatur. Und bei den meisten Erkältungsviren liegt die zum Beispiel zwischen 29 und 32 Grad Celsius. Und unser Körper hat 37 Grad Celsius. Und jetzt kommt der Begriff Erkältung. Das hat ja nichts damit zu tun, dass wir Kälte nicht vertragen, sondern wir bieten praktisch diesen Viren nur eine optimale Angriffstemperatur für das Enzymsystem. Okay. Und dann sind die aktiviert. Also wir können jeden Tag Eisbaden gehen und kriegen keine Erkrankung. Aber wenn wir frieren, weil wir unsere Damen mit kurzem Röckchen im Nachtclub sind und da viele Leute sind, dann geht die Körpertemperatur in bestimmten Bereichen sehr schnell zurück. Und dort ist eine optimale Bedingung für die Infektion, also für die Aktivität des Enzymsystems geschaffen. Und deswegen ist es so, dass wir auch unsere Erkältungskrankheiten immer in Bereichen haben, wo die Körpertemperatur nicht immer konstant 37 Grad ist. Also es kann jeder, ja, zum Beispiel Nase, kann jeder ausprobieren, wenn er seine Zunge nimmt und einen Gaumen nach oben drückt,
dann spürt er, dass der Gaumen kälter ist als die Zunge. Genau. Weil die Zunge hat 37 Grad und die Nase ist schon mal ein paar Grad kälter. Mhm. Das heißt, in der Nase herrschen optimale Bedingungen für die Funktion der krankheitsgesteuerten Enzymsysteme. Mhm. Ja? Okay.